Heute gibt's was Süßes, und zwar eine rustikale Torte oder Tarte. Das ist eine Tarte Rustique und das passt am besten zu meinem Kochstuhl, weil ich bin ja nicht so eine Tortenqueen. Und da kam mir jetzt auch gerade dieses Buch hier sehr recht. Mit diesen, das sind diese Tarts, die habe ich auch schon auf dem Blog zum Teil gemacht. Da wird der Teig direkt auf Backpapier auf das Backblech aufgegeben und dann wird das umgeschlagen und das finde ich sehr hübsch und einfach oberlecker. Diese Tarte ist mit Blutorangen und Mandelcreme und das ist eine wahnsinnig gute Kombination und kam auch unglaublich gut an. Und das sind die Zutaten für den Mürbeteig. Reichlich Butter, Eier, geriebene Haselnüsse, Speisestärke, Mehl und Puderzucker. Los geht's mit der Butter. Ich habe zum Drehen diese Glasschüssel ausgewählt, aber es stellt sich nachher heraus, dass doch eine richtige höhere Rührschüssel weitaus besser geeignet ist. Zunächst muss die Butter schaumig geschlagen werden. Da sieht man schon, es spritzt ein bisschen. Dann kommen die Haselnüsse dazu. Werden auch wieder schön verquirlt, also mit dem Handrührer, mit dem uralten. Und dann kommt die Speisestärke dazu. Alles immer weiter rühren, rühren, rühren. Der Puderzucker. Jetzt wird die Masse schon ziemlich fest. Natürlich muss auch immer die Prise Salz rein. Und jetzt kommen die Eier nach und nach, gemischt mit der Hälfte von dem Mehl, wie man das eben so macht bei einem ganz normalen Teig. Wird dann auch wieder die Hälfte jetzt verrührt. Man sieht schon, jetzt wird er schwerer und die Schüssel wird immer voller. So, aber sieht schon schön aus, eine schöne gelbe Farbe, weil das unsere Eier sind von den eigenen Hühnern. Und das ist jetzt sozusagen die letzte Runde von dem Teig. Alles wirklich bestens vermischt. Und dann wird ein bisschen so ein Kloß geformt. Der ist jetzt relativ weich und wird dann in den Kühlschrank gestellt. Für mindestens 2 Stunden. In der Zwischenzeit mache ich die Mandelfüllung. Dazu brauche ich Butter, weich, dann Eier, Puderzucker. Dann habe ich hier noch so einen Schuss von dem speziellen Frankfurter Kranz Mandellikör und die geriebenen Mandeln mit einem Teelöffel Speisestärke. Natürlich kommen später noch die Blutorangen dazu. Die Mandeln gebe ich zuerst in meinen Rührtopf, den ich doch jetzt sicherheitshalber etwas anders ausgewählt habe, höher. Dazu kommen dann die weichen Butterstückchen. Der Puderzucker und das andere, das wird dann hier schön verquirlt. Man sieht, kein Problem mit Spritzen. Und dann kommen die Eier dazu. Auch ein bisschen immer nach und nach mache ich das immer. Dann natürlich der eine Teelöffel von der Speisestärke. Und dann wird wieder gerührt und gerührt. Kommt das nächste Ei. Platsch. Und dann habe ich gleich die Creme schon fertig. Fehlt nur noch dieser spezielle Mandellikör. Die Creme muss jetzt für mindestens eine halbe Stunde gut kühlen. Jetzt kommen die Blutorangen dran, werden oben und unten abgeschnitten und dann so geschält, als ob ich sie filettieren würde. Schön das Weiße auch ab, das ist ja dann oft ein bisschen bitter, vielleicht kann also ein kleines Stückchen dranbleiben, damit die Scheiben, die ich dann schneide, auch schön zusammenhalten. Die werden halt so ein bisschen 1/2 Zentimeter dick geschnitten, 3 Orangen insgesamt. Und jetzt ist der Teig auch fertig, 2 Stunden, ist ein bisschen fest und dann rolle ich den direkt auf dem Backpapier aus, auch wenn das ein bisschen rutscht. Ist es doch sehr praktisch so. Eine schön groß und rund. Und wenn ich dann meine Kuchenform mal drauflege zur Probe, sieht man, da muss ein Rand sein, der vielleicht so 4 cm ist. Und nun kommt die Mandelcreme, die ich dann innerhalb dieses Kreises auch schön verteile.
gleichmäßig rund. Ach, sowas mache ich total gerne. Das macht so viel Spaß. Und dann kommen die Orangen drauf. Schön so in der Reihe, ein bisschen überlappend, lege ich die dann da drauf. So. Und nun ist der Moment gekommen, wo ich dann den Rand umschlage. Mit Hilfe einer Palette geht das ganz gut. Es kann ja alles so ein bisschen locker aussehen, ein bisschen rustikal. Wenn da ein Stückchen abgeht, dann klebe ich es halt wieder so dran. Und so mache ich das mit dem ganzen Stück hier. Und jetzt sollte der Rand mit Eigelb bestrichen werden. Da ich das aber nicht aufgehoben habe, nehme ich einfach Milch. Das geht genauso gut. Und nun, schwupps, schiebe ich das Backpapier auf das Backblech und dann kommt das in den Ofen. Nach 40 Minuten sieht das Ganze so aus. Jetzt ist leider am Anfang von der Füllung etwas rausgelaufen. Am Rand habe ich einfach Alufolie drum gemacht und die kann ich jetzt wieder abmachen und alles kein Problem. So sieht die Tarte Rustique fertig aus, rustikal eben, und gibt schöne große Stücke. Dann noch ein bisschen Blättchen von Mandeln obendrauf und es ist einfach ein Genuss. Es ist ganz schnell weg gewesen, obwohl sie wirklich üppig ist. Einfach göttlich.